unserem Alltag hat sich schon sehr stark verändert, aber auch in der Berufswelt hat sich stark verändert. Und das müssen wir mal organisieren können, begleiten können, nennen können. Das ist wirklich eine sehr große Evolution, eine Revolution, die still passiert, aber die uns wirklich alle bewegt. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, und recht herzlich willkommen zum zweiten nationalen Digitaltag hier heute aus dem Hauptbahnhof in Zürich. Grösser, dezentraler. Wir haben über 70 Firmen, die mitmachen. Wir werden wahrscheinlich ein paar hunderttausend Leute überall in der Schweiz erreichen mit dem Thema. Die Vielfalt ist viel grösser geworden. Wird sich noch stärker auf den Kunden konzentrieren. Und ich zeige euch, wie Digitalisierung unsere Arbeit unterstützen kann. Ein Innovationscenter. Darstellung von einem 3D-Computer. Bald Auto, die selber fahren können. Herzlich willkommen hier in Basel, wir schönen Wallis. Liechtenstein. Aus Lugano. Auch hier in St. Gallen. Da Grigio. Das Thema Einfachheit, intuitive Benutzung der Produkte ist ganz zentral. Was erwartet uns? Drohnen. Das Leben von Menschen retten. Guten Tag, Herr Bundespräsident. Es schaut halt sehr futuristisch heute noch aus. And the winner is Legatis. Das ist ein Teamio und die Schüler können lernen, diesen zu programmieren. Ich freue mich, dass der Tag so erfolgreich läuft. Wow! Oh. Ganz herzlichen Dank, viel Spaß am heutigen Digitaltag.